Hier versinkt ein Schiff und alle finden es gut. Denn diese Aktion vor der Küste Floridas soll ein künstliches Riff entstehen lassen. Und das soll für mehr Artenvielfalt auf dem Meeresboden sorgen. Denn Lebewesen unter Wasser suchen Strukturen und Räume, in denen sie leben und sich fortpflanzen können, sich ihr eigenes Ökosystem erschaffen. Zusätzlich ist selbst ein künstlich angelegtes Riff ein mögliches touristisches Ziel, um Taucher in die Region zu locken und ebenso gut für die Fischer, weil sich auch neue Fischarten ansiedeln. Die Behörden vor Ort planen auch weitere größere Schiffe dort zu versenken. Natürlich werden die Schiffe zuvor ordnungsgemäß gereinigt, sodass sie frei von Schadstoffen sind.